Und das ist immer schon ein gutes Zeichen, wenn du bei einem Top-Club 20 Tore schießt, ist das weniger hoch zu raten, wie wenn du bei einem nicht so top-gerateten Club viele Tore schießt oder viele Vorlagen hast. Vorab lasst ihr doch gerne ein Abo da, um auch in Zukunft keine News mehr zu verpassen. Und er hat sehr gute Standards, hat einen guten Torabschluss, er kennt Fülle sehr, sehr gut. Auch das ist sicherlich eine Komponente, die uns helfen kann. Und wir haben einfach auf der Suche, im Hinblick zur EM, wollen wir noch einen zweiten, dritten richtigen Stürmer dabei haben. Und da haben wir einfach 3, 4, 5 Kandidaten, aber eben nicht allzu viele Maßnahmen. Und da müssen wir ein bisschen wechseln. Und jetzt wollen wir einfach Marvin sehen, wie er es macht. Bin guter Dinge, weil er gut im Flow ist, gut im Run ist und, wie ich schon gesagt habe, bei einer ganz nicht ganz leichten Situation in Bremen das aber sehr, sehr gut macht. Und ich glaube, er bringt auch einen guten Grad an Verrücktheit rein, den wir auch brauchen, gerade wenn Spieler auch mal von der Bank kommen als Joker, kann er sehr, sehr wertvoll sein.